jetzt kommen wir von der Berechenbarkeit zur Komplexität. Lassen Sie mich die Überleitung kurz machen. Wir haben in der ersten Drittel der Veranstaltung, kurz zur Erinnerung, haben wir uns mit Automaten und formalen Sprachen beschäftigt. Endlichen Automaten, Kellerautomaten und den zugehörigen Sprachen der Chomsky-Hierarchie, reguläre Ausdrücke, Typ-3-Grammatiken, Typ-2-Grammatiken, deterministisch, nicht-deterministisch und so weiter und so weiter. Parser, Sie erinnern sich. Dann kam das zweite Drittel, Berechenbarkeit. Wir haben uns nur mit Turing-Maschinen beschäftigt in diesem Kapitel und festgestellt, dass Turing-Maschinen das mächtigste Berechnungsmodell sind, das wir haben, dass es dennoch seine Grenzen hat und dass wir die Grenzen auch sehr explizit benennen können. Dass wir nämlich bestimmte Sprachen beschreiben können, die nicht entscheidbar sind, aber aufzählbar. Und auch Sprachen beschreiben können, die noch nicht einmal rekursiv aufzählbar sind. So, ich habe hier gerade noch nebenher einen nervigen Fehler, den ich kurz noch wegnehmen muss. So. Und dann haben wir diese Klassen an Sprachen da definiert. Ne? Also das hier ist die Menge aller Probleme, die man überhaupt beschreiben kann. Der Kasten, da drin gibt es die rekursiv aufzählbaren Sprachen. Das sind die, für die Turing-Maschinen, wenn sie eine Lösung sehen, merken, dass sie die Lösung gesehen haben, also ein Wort aus der Sprache erkennen können. Und innerhalb der Klasse gibt es eine echte Subklasse, die strikt kleiner ist, der rekursiven Sprachen. Das sind die, für die es Entscheider gibt. Also Turing-Maschinen, die gegeben ein beliebiges Wort aus der klinischen Hülle immer anhalten und immer Ja oder Nein sagen. Das Wort ist in der Sprache oder nicht in der Sprache. Diese Struktur mache ich jetzt nicht nur zur Wiederholung. Sie wird nämlich eine interessante Verbindung herstellen zu dem, was wir als nächstes machen. Für den Rest der Veranstaltung bis zur Klausur, mit einer Ausnahme ganz zu Ende, beschäftigen wir uns nur noch mit dieser weißen Blase hier drin, mit den Problemen, die entscheidbar sind, also den rekursiven Sprachen. Und was uns jetzt interessieren wird, ist das, was ich bisher immer zur Seite geschoben habe. Ich habe bislang immer gesagt, das kann man auf die eine oder die andere Art machen und das, was ich gerade beschrieben habe, diese Art und Weise für die Turing-Maschine zu arbeiten, ist zwar unglaublich verschwenderisch, weil wir der Reihe nach durch alles durchgehen und so, aber ist ja egal, es geht nur darum, ob es überhaupt erkennbar ist oder nicht, ob es überhaupt entscheidbar ist oder nicht. Für den Rest der Veranstaltung werden wir uns mit dieser Frage näher beschäftigen, wie lange es denn genau dauert, höchstens dauert, mindestens dauert, um ein Problem zu entscheiden, um also eine Frage zu beantworten. Und dabei wird es auch immer weiter, immer um Turing-Maschinen gehen. Wir werden uns also jetzt mit den berechenbaren Problemen beschäftigen. Und kurze Vorschau, dabei werden wir uns zunächst heute und dann auch nächsten Dienstag mit Problemen beschäftigen, für die es bekannte gute Lösungen gibt auf deterministischen Turing-Maschinen. Sie haben bestimmt alle schon von der Klasse P gehört, um die geht es jetzt in den nächsten zwei Vorlesungen. Das sind die Probleme, die in polynomieller Zeit von einer Turing-Maschine gelöst werden können. Und was das genau heißt, das werden wir heute definieren. Und dann werden wir feststellen, dass es da so eine verlockende Struktur gibt, dass es so etwas Ähnliches geben könnte, wie bei der Berechenbarkeit zwischen R und RE. Sie erinnern sich, in RE, aber nicht in R, sind die Probleme, bei denen man Elemente aus der Sprache, also Worte aus der Sprache, erkennen kann, dann anhalten, aber Elemente, die nicht in der Sprache sind, nicht notwendigerweise erkennen kann und unter Umständen ewig lang darauf weiterläuft. Während in R Probleme sind, bei denen man, egal ob das Wort in oder nicht in der Sprache ist, immer entscheiden kann, ob es drin oder nicht ist, in endlicher Zeit. So eine ähnliche Struktur werden wir entdecken, zumindest vermuten zu entdecken, in der Komplexität, also quasi innerhalb von R, wenn wir so eine Feinstruktur vermuten. Und das ist genau diese berühmte Frage von P und NP, von der Sie alle schon gehört haben, weil man sie selbst irgendwie schon im Gymnasium irgendwo in irgendwelchen Museen vorgeteasert bekommt und mit denen werden wir uns genau beschäftigen müssen. Die interessante, ne, Spoiler Alert, die interessante Erkenntnis wird dann sein, dass eben nicht klar ist, ob diese Trennung zwischen P und NP, diese Feinstruktur, überhaupt existiert. Ob die, also genau genommen, wir sind uns alle relativ sicher, dass sie schon existiert, wir können nur nicht beweisen, dass sie existiert. Und darüber werden wir reden und was genau das bedeutet. Das ist also eine Wiederholung der Struktur, die wir aus der Berechenbarkeit kennen, aber mit bislang keinem bekannten Beweis dafür. Total spannend. So, und dazu müssen wir uns jetzt erstmal damit beschäftigen, wie man überhaupt über Laufzeitkomplexität spricht. Und jetzt werden wir mehr als die erste Hälfte dieser Vorlesung machen, vielleicht die ganze Vorlesung. Warum ist das überhaupt nötig? Und
da zunächst mal als ersten Vorgedanken, machen wir da schon die nächste Slide, machen wir schon ein Beispiel. Naja, erstmal vorneweg, warum ist es nicht so ganz trivial, über Komplexität zu sprechen? Zunächst mal, weil wir uns ja in der ganzen Vorlesung bisher mit dieser sehr abstrakten Idee einer Turing-Maschine beschäftigt haben. Wir haben dieses Objekt uns vorgestellt, so eine kleine Kiste mit einem Band und einem Leseschreibkopf und irgendwie rotierenden Rädchen drauf und so. Und dann haben wir jetzt zuletzt gerade am Dienstag festgestellt, dass das ein unglaublich mächtiges Berechnungsmodell ist und dass all die anderen, die wir uns ausdenken können, höchstens äquivalent dazu sind. Ne? Lambda-Kalkül, Weilschleifen und so weiter und so weiter. Aber es ist ja schon eine abstrakte Idee, die scheinbar sehr weit weg ist von den Computern, die vor Ihnen stehen. Die sehen ja völlig anders aus. Da sind keine Rädchen drin, keine Bänder, ne? Sondern Random Access Memory und GPUs und so weiter und so weiter. Ja? Das heißt, wir müssen ein Konzept für Komplexität finden, das einerseits präzise genug ist, dass wir über die Struktur in diesen Räumen sprechen können, aber andererseits abstrakt genug, dass diese ganzen Implementierungsdetails der Computer, die vor Ihnen stehen, nicht so wahnsinnig wichtig sind. Denn sonst bräuchten wir ja verschiedene Komplexitätstheorien für jeden einzelnen Computer. Vielleicht bräuchten wir für verschiedene Architekturen und das wäre total ärgerlich. Ja. Wir suchen also nach einer hinreichend allgemeinen, abstrakten Beschreibung, die gleichzeitig präzise genug ist, die interessanten Strukturen zu finden. Ich habe ein Beispiel dafür erstmal zum Einstieg, nochmal zur Erinnerung. Diese Sprache hier, die kennen Sie schon, das ist das klassische Beispiel für eine Sprache, die nicht regulär ist, für die es keinen endlichen Automaten gibt, der sie erkennt, aber einen Kellerautomaten. Das ist also die Frage, ob man wie ein Automat aussehen muss, der zählen kann. Ja, die Sprache, die aus Sequenzen von binären Strings besteht, sodass am Anfang eine Anzahl Nuller kommt, danach die exakt gleiche Anzahl Einser und danach nichts mehr, keine weiteren Nuller. Was ist der erste Algorithmus auf einer Turing-Maschine, der Ihnen einfällt, um diese Sprache zu entscheiden? Und wie lang läuft er? Da dürfen Sie jetzt richtig abstrakt über die Turing-Maschine als kleine Kiste mit ihrem Rädchen drin, Zuständen und Bändern nachdenken. Wie lang dauert es, diese Sprache zu entscheiden? Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, ich habe damals sogar das Beispiel gebracht dafür, wie diese Maschine aussieht, wie deren Zustandsdiagramm aussieht. Ja. Wunderbar. Also, super gute Antwort und da sind ganz viele verschiedene Aspekte drin, die wir jetzt der Reihe nach durchgehen können. Er hat gerade gesagt, also ganz grob läuft der Algorithmus der Maschine so ab, dass sie zumindest im entscheidenden Teil ihres Algorithmus immer ans Anfang vom Band fährt, zu dem letzten Null, mit der sie sich noch nicht beschäftigt hat. Aus ihrer Sicht ist das da drüben irgendwo. Dann streicht sie diese Null raus, fährt über alle Nuller hinweg, bis sie bei der ersten Eins ist, die sie noch nicht rausgestrichen hat, streicht die raus, fährt wieder zurück, nimmt die nächste Null, die nächste Eins und so weiter, immer hin und her. Und dieses Hin und Her, da müssen wir überlegen, wie viele von diesen Hin und Hers gibt es und wie lang sind die. Also, da haben Sie gleich gesagt, dass für ein Wort, das in der Sprache ist, wäre die Länge des Wortes 2k. Da gibt es gleich zwei Probleme. Erstens, Sie wissen ja nicht, was k ist. Ne? Und zweitens, es gibt ja auch Worte, die nicht in der Sprache sind und auf denen soll die Maschine ja auch entscheiden. Das heißt, wir müssen eine neue Zahl einführen, nämlich die Länge der Eingabe. Und die nehmen wir n. Die hat mit K erstmal nichts zu tun, denn wir wissen ja noch gar nicht, ob das Wort in der Sprache ist oder nicht. Also, angenommen, wir kriegen ein Wort von Länge N, ich habe eigentlich die Slide dafür, ich kann sie Ihnen auch zeigen, angenommen, wir kriegen ein Wort von Länge N, dann fängt die Turing-Maschine an, damit sie erstmal von 0 bis N durchläuft und überall guckt, kommen am Anfang Nuller, wenn mal die erste 1 kommt, dann muss man gucken, ob danach noch jemals wieder eine 0 kommt. Wenn danach wieder eine 0 kommt, können wir gleich verwerfen, sind wir fertig. Dann fahren wir zurück. So, wenn wir das gemacht haben, sind wir einmal ganz ans Ende vom Band gefahren und wieder zurück. Das sind 2 n-Schritte. Ja, sind wir uns da einig? Weil das Wort ist von Länge n. Dankeschön. Okay, so und jetzt fangen wir an mit diesem Prozess des Hin- und Herspringens. Ja,
Und jedes Mal, dass wir das machen, laufen wir einmal über die Hälfte des Wortes in etwa hinweg. Das heißt, das ist sowas wie n halbe. Und das müssen wir wie oft machen? N halbe Mal. Ja, wir müssen über alle Nuller hinweg und von den Nullern gibt es, wenn das Wort in der Sprache ist, n halbe. Und wenn irgendwo zwischendurch was schief läuft und wir finden was, was wir nicht rausstreichen können, dann sind wir eh fertig, dann halt mal an. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir n halbe Mal über das halbe Band laufen müssen, was genau genommen eigentlich n halbe lang ist. Tauchen also eigentlich zwei n halbe auf, ich bin da so ein bisschen zu vage schon mit dem n. Und das bedeutet, ne, insgesamt müssen wir sowas wie n Quadrat viele Schritte machen. Und Sie wissen natürlich schon, wenn wir da sowas wie sagen wollen, da kommt irgendwo so ein großes O. Ja, sicherheitshalber kurzer Check, Hände hoch, wer hat schon mal von dieser Notation gehört, von der Landau-Notation mit dem großen O und dem kleinen O und dem Omega und so weiter. Das ist wieder so ein Moment, wo, es sind nicht alle. Okay, wer traut sich zu sagen, dass er es noch nicht gehört hat? Aha, und da gab es aber noch deutlich mehr Leute, die gerade eben überhaupt nicht reagiert haben und weder die Hand gehoben haben noch nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von Ihnen diese Notation schon mal irgendwo gesehen haben, entweder in den Mathematikvorlesungen oder ganz kurz in der Algorithmikvorlesung. Ich habe gestern auch nochmal die TutorInnen gefragt, wie es bei Ihnen, bei denen so war. Und was ich so rausgehört habe, ist, ja, irgendwie haben wir das immer schon mindestens einmal, vielleicht auch zweimal oder dreimal irgendwo gesehen. So richtig präzise wird es nicht so richtig eingeführt oder vielleicht in der Mathevorlesung, aber in der Algorithmik war es mehr so irgendwie großes O. Deswegen werden wir uns heute jetzt einmal kurz die 15 Minuten nehmen. Ich entschuldige mich schon mal bei dem Teil der Veranstaltung, die das dann wieder langweilig finden. Für alle anderen machen wir eine Wiederholung. Damit wir uns alle daran erinnern, was diese Notation bedeutet. Und dann müssen wir darüber reden, warum wir die eigentlich brauchen. Ja? Also, jetzt denken Sie alle noch mal kurz überlegen, was das große O heißt. Ja? Also, es wird sich herausstellen, dass diese Notation, das ist übrigens Herr Landau, der sie erfunden hat, wieder mal schwarz-weißer alter Mann, diese Notation ist tatsächlich sehr hilfreich, nicht einfach nur, weil sie so ein bisschen irgendwie vage ist und uns erlaubt, in dem Fall wie diesem letzten Beispiel, irgendwie zu sagen, ja, irgendwas mit n Quadrat, ja, weil wir nicht genau darüber reden wollen, ob da ein halb oder nicht ein halb drinsteht oder nicht, sondern weil sie tatsächlich genau die Allgemeinheit liefert, die wir brauchen, um recht abstrakt über Algorithmen auf Turingmaschinen zu sprechen und gleichzeitig präzise genug ist, dass sie interessante Aussagen erlaubt. Und was das genau bedeutet, das machen wir in der zweiten Hälfte der heutigen Vorlesung, warum das so ist. Es ist also nicht nur diese Notation wird nicht nur aus Faulheit verwendet, weil man irgendwelche Konstanten nicht mitschreiben möchte, sondern sie hat wirklich gute Gründe in der Komplexitätstheorie, weil sie nämlich genau diese Verallgemeinerung auf allgemeine Rechenmaschinen erlaubt. So, und da gibt es diese ganzen vielen verschiedenen Notationen. Sie kennen das kleine O, das große O, das kleine Omega, das große Omega und das kleine Theta. Machen wir es einfach dreimal, ein paar Mal drüber reden. In Worten ausgesprochen heißt das kleine O, dass eine Funktion strikt langsamer wächst als eine andere Funktion g. Also wir schreiben f in klein o von g, wenn f strikt langsamer wächst als g. Was strikt heißt, definiere ich gleich. Hier ist erstmal wichtig, dass in, schreiben Sie bitte auf Ihren Lösungsaufgaben, nicht ein gleich, so häufige Situation. Ja, man schreibt oft sowas wie, das ist gleich o von oder so. Die richtige Notation ist in, denn es geht um eine Menge an Funktionen, die da drin liegen. Das große O, da werde ich dieses Symbol benutzen, manche benutzen auch einfach ein großes O, heißt, dass die Funktion nicht wesentlich schneller wächst als, das ist so ein bisschen so wie, sie ist in etwa kleiner als g, und was das genau heißt, werden wir gleich sehen. Die umgekehrten zugehörigen Objekte sind die Omegas, da gibt es auch ein kleines und ein großes. Das kleine Omega ist wieder strikt untere Begrenzung, das große Omega ist eine schwache untere Begrenzung, wächst nicht wesentlich langsamer als, ist von Größenordnung größer als. Und das Theta ist genau der Schnitt aus zweien von denen, die wir jetzt gleich sehen werden. Aber um das machen zu können, kurze Erinnerung an ein paar Aussagen aus Ihrer allerersten Mathematikvorlesung zu den Grenzen von Folgen. Denn diese ganzen Symbole sind definiert über Grenzen von oberen und unteren Schranken, den Limes Superior und den Limes Inferior. Sie hatten das alles schon mal, deswegen reichen 3 Minuten auf einer Slide. 3 Schritte.
Erstens, hier ist eine Folge von Punkten. Das sind die roten Punkte auf diesem Plot. Das ist die Standardfunktion, die man dafür verwendet. Die könnten Sie auch auf Wikipedia finden oder überall sonst in irgendwelchen Mathebüchern. Das ist also eine oszillierende Funktion, die hoch und runter geht. Und am Anfang ist sie irgendwie größer in absoluten Werten und dann pendelt sie sich so ein in so einem Punkt. Wir schreiben, dass wenn wir eine Menge haben, auf der es eine Ordnung gibt, also eine Ordnung heißt, dass kleiner Gleichsymbol existiert, dann sagen wir, dass ein Element aus der Menge eine untere Schranke ist. Sorry, das ist sogar falsch, hier ist gar nicht in der Menge. Ich glaube, für die Schranken reicht das ohne, einfach nur eine Zahl, so dass alle Elemente der Menge entweder drunter oder drüber sind, je nachdem, ob es eine obere oder eine untere Schranke ist. Das heißt, für Schranke ist das falsch, das vergessen Sie, dass das da steht, kann die Zahl auch außerhalb der Menge sein. Ein Supremum oder ein Infimum ist die kleinste obere Schranke oder die größte untere Schranke, die in der Menge drin liegt. Also hier draußen sind lauter Punkte hier oben, das sind alles obere Schranken und diese senffarbenen Punkte hier, das sind, das hier oben ist ein Supremum für die ganze Menge, der Teil hier. Und wenn wir jetzt Teile aus dem Anfang der Menge abschneiden, wenn wir nur ab hier gucken zum Beispiel, dann sind alle Punkte, die danach kommen, ja kleiner. Das heißt, dieser Satz an gelben Punkten hier ist ein Supremum für alle Teile der Menge, die rechts davon liegen. Aber natürlich nicht für links davon. Und da wir uns typischerweise für große Werte an Eingaben, also das hier wird sowas wie die Länge der Eingabe sein, da wir uns für große Werte interessieren, interessieren wir uns typischerweise für den Grenzwert des Supremums. Also wenn wir über große Zahlen reden, irgendwann wird es nicht mehr kleiner und dann bleibt sie oben irgendwo stehen. Und das ist das Limes Superior. Der Limes Superior ist die kleinste, der Limes Superior ist der Grenzwert der oberen Schranken. Also, wenn wir immer weiter nach rechts gehen, dann wird es irgendwann ein kleinstes Supremum über die Menge geben, das nicht mehr kleiner wird bei den Mengen, die uns interessieren. Und dann schreiben wir, dass dieses asymptotische kleinste obere Schranke, dass die der Limes Superior ist. In anderen Worten bedeutet das, dass fast alle Punkte der Menge, nämlich wenn sie unendlich nach rechts weitergeht, ne, abzählbar unendlich viele, bis auf endlich viele, die links davon sind, kleiner sind als dieses Supremum. Also fast alle Punkte der Menge sind kleiner als dieses Supremum. So, und mit diesem Limes Superior können wir jetzt diese Landau-Symbole definieren. Ich mache am meisten Zeit mit dem großen O, denn sind wir ganz ehrlich, das große O ist natürlich das, mit dem wir uns fast die ganze Zeit beschäftigen und ganz gelegentlich mal mit dem kleinen O und dem kleinen und dem großen Omega. Wir schreiben, dass eine Funktion in groß O von G ist, wobei G eine andere Funktion ist und beide Funktionen bilden natürliche Zahlen aufeinander ab, wenn es eine Konstante gibt. Wenn eine Konstante existiert, das ist der spannendste Teil der Definition, so dass ab einer bestimmten oberen Schranke in der Größe, ich sage schon mal der Größe der Eingabe, aber wir meinen natürlich irgendeiner natürlichen Zahl, gilt, dass alle anderen Eingabewerte für die Funktion, die nach dieser ersten Zahl kommen, also für alle n größer n0, diese Funktion kleiner gleich der existierenden Konstante mal dem Wert der Funktion g ist. Soll heißen, ab einem bestimmten Punkt, es gibt eine Konstante, so dass g mit dieser Konstante skaliert werden kann, so dass ab einem bestimmten Punkt meine Funktion f immer unter g liegt. Und das meinen wir mit, ist von Größenordnung kleiner als. Wenn Sie die Definition in Ruhe durchlesen und sich nochmal auf der vorherigen Slide anschauen, dann können Sie sehen, dass hier genau der Limes Superior für das Verhältnis zwischen f und g steht. Sie können also hier einfach f durch g, hier links durch g teilen und rechts durch g teilen und dann steht da irgendwas mit der Konstante. Ja? Also das bedeutet, dass es existiert ein Limes Superior für den Quotienten von f und g. Das kleine o, da hilft es vor allem einmal hier nach oben und unten zu gucken.
Da ist der entscheidende Unterschied, dass da ein für alle Konstanten gilt und da drüben auch noch ein echt kleiner, aber das eigentlich Entscheidende ist dieses für alle Konstanten. Das heißt, wenn wir nur weit genug nach f gehen, dann ist es strikt kleiner als g. Das heißt, beliebige Skalierungen von g werden immer früher oder später immer größer werden als f. Und das bedeutet, dass dieses der Limes Superior genau gleich 0 ist. Für die Omegas, groß und klein, ist es genau andersrum. Also f ist in groß Omega von g, wenn g in groß O von f ist. Und f ist in klein Omega von g, wenn g in klein O von f ist, wenn also g strikt kleiner ist als f. Und das Theta ist genau die Kombination aus den beiden großen Symbolen. Also, wenn wir vom gleicher Größenordnung, wenn beide Funktionen jeweils von gleicher Größenordnung sind, wenn es also Konstanten gibt, die beide Funktionen jeweils relativ zueinander eine obere Schranke liefern, dann sind sie in diesem Theta drin und dann sagen wir, sie verhalten sich genau wie. Ein Beispiel dafür ist hier so ein klassisches Polynom, haben Sie bestimmt auch schon gesehen, aus der Mathematik, deswegen machen wir es relativ schnell. Hier ist eine polynomiale Funktion, also f von n, n ist eine natürliche Zahl, ist n² plus 3n minus 7. Dann können wir uns hiervon überzeugen, dass, machen wir mal vielleicht mal schnell der Reihe nach, diese Funktion in O von n hoch 10 ist, groß O von n hoch 10. Warum? Weil, wenn Sie hier durch n hoch 10 teilen, dann stehen hier lauter negative Exponenten und dann offensichtlich konvergiert das hier gegen 0. Weil es gegen 0 geht, ist es auch in klein O von n hoch 10. Ich mache es recht schnell, weil ich glaube, ich merke schon, manche hören auf, langsam auf zuzuhören. F liegt auch in klein Omega vom Logarithmus von n, das heißt, es wächst strikt schneller als der Logarithmus, denn, naja, hier können Sie sich ausrechnen, geht gegen unendlich. Es ist in Theta von n², also es wächst genauso wie n², weil asymptotisch dieser lineare Term dominiert wird. Und es ist aber nicht in klein o von n², denn asymptotisch wachsen diese beiden Funktionen gleich schnell und deswegen gibt es keine strikte obere Schranke. So. Eigenschaften dieser Landau-Symbole, die Sie vielleicht schon in einer Mathe- oder einer Algorithmusvorlesung gesehen haben, wenn nicht, dann können Sie sie selber gerne relativ schnell nachvollziehen, führen uns zu den ersten Gedanken dafür, warum die hilfreich sind für die Komplexitätstheorie. Nämlich, wenn eine Funktion ein Polynom ist, von einem bestimmten Grad, dann ist sie erstens in Theta von n hoch d, also wobei d der Grad des Polynoms ist, sie ist in klein o der Exponentialfunktion, und in Omega, klein Omega vom Logarithmus, das heißt, alle Polynome wachsen strikt schneller als Logarithmen und sie wachsen strikt langsamer als Exponentialfunktionen und sie haben eine Klasse an äquivalenten Polynomen. Alle Funktionen, die durch Konstanten beschränkt sind, liegen in O von 1. Also immer wenn wir sagen, ein Algorithmus ist O von 1, dann hat er konstante Laufzeit, egal was die Konstante ist. Wenn wir finden, dass eine Funktion in einer Logarithmusklasse liegt, also in Theta von einem Logarithmus zu irgendeiner Basis von n, dann ist die Basis egal, weil ein Basiswechsel im Logarithmus ja die Multiplikation mit einer Konstante ist und diese Konstanten werden unterdrückt. Für alle Konstanten können wir ignorieren. Das ist eigentlich natürlich eine der ersten Ideen hinter der Notation, aber jetzt sehen wir auch nochmal, dass das wirklich gilt, dass das tatsächlich stimmt. Also Konstanten sind unwichtig. Wenn wir ein Groß O von der Summe haben, dann können wir das vereinfachen, als wir checken nach der größeren Klasse quasi. Also wir schauen, ob eine der beiden Terme in der Summe dominiert wird durch die andere. Dann können wir die, die dominiert wird, weglassen. Und andersrum ist das Landau-Symbol von der Summe von zwei Funktionen gleich der Summe, nein, des Landau-Symbols von der Summe der beiden oberen Schranken. Und diese Eigenschaft in Groß O zu sein, die ist, sagen wir mal, so erblich oder geschachtelt. Also wenn f in O von G1 ist und G1 in O von G2, dann ist f auch in O von G2. Okay, gut. Also, diese Notation haben Sie schon mal irgendwo gesehen, in der Mathematik oder in den Algorithmen. Jetzt haben wir sie einmal kurz wiederholt. Warum ist die überall in der Komplexitätstheorie, warum ist die so wichtig?
Dazu definieren wir jetzt einmal, was wir meinen werden mit Komplexität. Und da werden wir zunächst mal über zwei verschiedene Arten von Komplexität sprechen, nämlich die in Zeit und die in Speicher. Zeit hat was damit zu tun, wie viele Rechenschritte die Turing-Maschine durchführt. Speicher hat was damit zu tun, wie viele Elemente auf ihrem Band sie beschreibt. Und ich werde mich jetzt in allen Definitionen heute spezifisch auf deterministische Turing-Maschinen beziehen. Sie erinnern sich aus der Berechenbarkeitstheorie, dass aus der Sicht der Berechenbarkeitstheorie deterministische und nicht-deterministische Turing-Maschinen äquivalent zueinander sind. In der Komplexität wird dem nicht notwendigerweise so sein. Wir werden uns also heute nur mit deterministischen beschäftigen und dann nächsten Dienstag mit nicht-deterministischen und dann mit der Frage, inwiefern die beiden eigentlich miteinander verknüpft sind und warum das interessant ist, die Unterscheidung zu machen zwischen den beiden. Auch hier werden wir jetzt so eine Schachtelung von Begriffen machen, so ähnlich wie bei den Wörtern und den Sprachen von den Turing-Maschinen und den Sprachen über Turing-Maschinen. Wir sprechen zunächst einmal über die Zeitkomplexität oder die Laufzeit einer Funktion auf einer Turing-Maschine. Es funktioniert folgendermaßen. Angenommen, wir haben eine Einband-Turing-Maschine, die ein bestimmtes Alphabet hat und ein Entscheider ist. Das heißt, sie hält immer an auf allen Eingaben. Dann verwenden wir eine Funktion tm von x für die Zahl der Schritte, welche diese Maschine m auf dem Input x durchläuft, bis sie anhält. Und diese Zahl ist ja immer endlich, weil die Maschine immer anhält. Dann bezeichnen wir als Zeitkomplexität oder als Laufzeit für diese Maschine auf allen ihren Eingaben die Funktion time von m, die hängt nur noch von der Maschine m ab. Und die ist die obere Schranke aller Anzahl an Schritten, die die Maschine braucht, auf beliebigen Eingaben von einer festen Länge. Das heißt, sie ist eine Funktion, die spezifisch ist zu einer Turing-Maschine, die eine Funktion der Länge der Eingabe ist. Und diese Länge wird typischerweise mit n beschrieben. Ja, also wir haben einzelne Eingaben zu der Maschine. Auf Eingaben von gleicher Länge kann es durchaus sein, dass manchmal die Maschine schnell ist, manchmal langsam. Und die obere Schranke der Laufzeiten für eine bestimmte Länge an Eingaben, das ist die Laufzeit der Maschine auf Eingaben. In unserem Beispiel mit den Nullen und Einsen von gerade eben, können Sie sich vorstellen, dass wenn Sie die Eingabe haben 010, 011 irgendwas von Länge 10.000, dann ist die Maschine nach zwei Schritten fertig, ja, weil sie die nach der ersten 1 wieder eine 0 findet und dann kann sie verwerfen. Das heißt, da ist die Zahl der Schritte auf dieser einen speziellen Eingabe sehr kurz, aber auf Eingaben von Länge n ist sie trotzdem in Größenordnung ungefähr n Quadrat, weil es gibt einzelne Eingaben, nämlich genau n halbe Nuller und dann genau n halbe Einser, die Worte, die sie erkennen soll, auf denen sie tatsächlich die ganze Rechnung durchführen muss. Okay, also die Zeitkomplexität oder die Laufzeit einer bestimmten Turing-Maschine ist die maximale Anzahl an Schritten, die sie auf allen Inputs von Länge n durchläuft. Und genau das Gleiche können wir jetzt nochmal mit Speicher machen. Die Maschine hat ein Band, die Turing-Maschine, und auf diesem Band muss sie operieren. Hier steht fast der gleiche Satz nochmal, sei m eine deterministische Einband-Turing-Maschine über dem Eingabealphabet Sigma, die immer anhält. Dann schreiben wir sm von x für die Zahl der Zellen auf dem Band, auf denen die Maschine auf einem bestimmten Input x operiert, bis sie anhält. Und dann bezeichnen wir als Speicherkomplexität statt als Laufzeit, also jetzt als Speicherkomplexität, die Funktion space von m. Das ist die größte Anzahl an Zellen, welche die Maschine auf beliebigen Eingaben von Länge n jemals verwenden muss. Also hier unten steht es, die maximale Zahl an Zellen, die m auf allen Inputs von Länge n verwendet. Dann sagen wir auch, m läuft in space f von n.
Hier ist die Situation etwas komplizierter, da gibt es zwei Aspekte zu berücksichtigen. Erstens, wir haben Turing-Maschinen so definiert, dass sie in jedem Schritt genau eine Zelle nach rechts oder links fahren oder anhalten. Das Anhalten ist sogar okay. Aber nicht zu beliebigen Schritten, zu beliebigen Punkten auf dem Band hinfahren, ohne dass das Zeit kostet. Wir müssen also tatsächlich uns die einzelnen Schritte der Maschine vorstellen. Und für diese Art zu zählen, müssen wir tatsächlich leere Zellen, die angefahren werden, mit berücksichtigen. Denn wenn wir das nicht machen würden, also wenn wir der Maschine erlauben, über leere Zellen hinwegzufahren und diese nicht mitzählen als Teil der Speicherkomplexität, weil der Speicher wird ja nicht beschrieben, der ist quasi nicht benutzt, wenn Sie so wollen, dann könnte man sich so ein algorithmisches Hintertürchen bauen, indem man die Zahl an leeren Zellen als Information benutzt, ja, und sagt, fahre über 4 leere Zellen hinweg und zähle irgendwie bis 4. Ja, und wenn das passiert ist, dann mach irgendwas. Und dann kann man hinterher die Zahl der Zellen auslesen und sagen, ah, ich habe ja gar keinen Speicher gebraucht und vielleicht sogar überhaupt nichts irgendwo hingeschrieben jemals, aber trotzdem die Frage beantwortet. Da gibt es ja sogar so Programmiersprachen, die nur aus irgendwie Leerzeichen bestehen und Anzahlen an Leerzeichen. Ja, also das wollen wir mit Sicherheit nicht machen, denn sonst würde ja unser Konzept von Speicherkomplexität nicht, würde er quasi ein Hintertürchen erlauben, das ist eine Frage. Ja, genau. Also, eine Art darüber nachzudenken ist, dass das für eine Turing-Maschine, die ein einzelnes Band hat, das nur nach rechts offen ist und die in ihrem Start, also die Standardkonfiguration, wo sie zu Beginn auf der, am linken Ende des Bandes anfängt, dann ist das die letzte, der Index der höchsten Zelle auf dem Band, die die Turing-Maschine jemals anfährt, während der Bearbeitung eines beliebigen Inputs von Länge n. Okay. So, und jetzt können wir uns langsam bewegen, zum ersten Mal diese Groß-O's und Groß-Omegas benutzen. Wir können jetzt obere Schranken definieren für Zeitkomplexität auf Eingaben und über die dann sprechen. Also, wenn L eine Sprache ist, dann sagen wir, dass eine Funktion g eine obere Schranke für die Zeitkomplexität von der Sprache L ist. Falls es eine einzelne deterministische Turing-Maschine gibt, also eine besonders effiziente, falls es möglich ist, eine Turing-Maschine zu definieren, die L entscheidet und so, dass ihre Zeitkomplexität in Groß O von g von L ist. Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine, deren Zeitkomplexität in Groß von n ist. Das heißt, auf allen Eingaben von Länge n ist die Zahl der Schritte, die die Maschine durchläuft, bis sie hält, höchstens eine Zahl, die in O von g liegt. Und darunter steht nochmal die Definition. Ja, oder anders gesagt, L hat Laufzeitkomplexität höchstens g von n, wenn es eine deterministische Turing-Maschine, ich werde es immer DTM schreiben und NTM für nicht-deterministische Turing-Maschine, deren Rechenzeit auf jeder Eingabe der Länge n nicht länger ist als c von g von n. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt eine obere Schranke für die Komplexität, dann heißt es, ich habe einen Trick gefunden, einen Algorithmus gefunden, der sich auf einer bestimmten Turing-Maschine realisieren lässt, der diese Laufzeit hat. Diese obere Schranke in der Laufzeit. Umgekehrt sagen wir, es gibt eine untere Schranke für die Zeitkomplexität, falls für jede deterministische Turing-Maschine, die L entscheidet, deren Laufzeit in Groß Omega von g von n ist, also von Größenordnung größer als g von n. Warum hier für jede statt für eine? Das heißt, es gibt keine einzige Möglichkeit, auf einer Turing-Maschine dieses Problem allgemein zu entscheiden, also für alle möglichen Eingaben, die kleiner wäre als g. Ist es klar, warum wir hier für die unteren Schranken für alle brauchen und für die obere Schranke ein existiert ein? Okay, ja, gut. Weil wir nach guten Algorithmen suchen. Ja? Es reicht, einen guten Algorithmus zu finden, dann wissen wir, dass es eine obere Schranke gibt. Aber wenn wir sagen wollen, etwas ist schwerer als, dann müssen wir zeigen, dass es keine einzige Implementierung gibt, die besser ist als. Okay.
Und wissen Sie was? Das ist das, was ich eigentlich vor der Pause machen wollte. Also machen wir jetzt gleich eine Pause. Kurze Zusammenfassung. Wir verwenden die Landau-Notation, um über Komplexität zu sprechen. Wir haben zwei verschiedene Arten von Komplexität gesehen, die in Speicher und die in Zeit. Bei Zeit geht es um die Anzahl der Schritte, die die Maschine durchläuft. In Speicher geht es um die Anzahl der Speicherzellen auf dem Band, die sie anfahren muss. Und wir verwenden die Landau-O-Notation und Landau-Theta-Notation, um obere und untere Schranken für Komplexität zu definieren. Und die werden wir übersetzen in die Art von Satz, dass ich kenne eine gute Möglichkeit, dieses bestimmte Problem, nämlich diese Sprache, zu erkennen. Das heißt, es gibt eine Turing-Maschine, die groß O von irgendwas ist. Oder ich weiß, dass ein Problem besonders schwer ist. Das heißt, ich kann zeigen, dass es keine einzige Turing-Maschine gibt, die die schneller läuft als G. So, dann machen wir eine Pause von 10 Minuten und danach überlegen wir uns, warum dieses Groß O genau die richtige Notation für das Gespräch über Turing-Maschinen ist. Los geht's. Okay, jetzt haben wir diese ersten 45 Minuten damit verbracht, die Landau-O-Notation nochmal zu wiederholen und zu definieren, was wir meinen mit Laufzeitkomplexität und Speicherkomplexität für deterministische Turing-Maschinen. Und jetzt ist die Frage vielleicht, warum benutzen wir diese Groß-O-Notationen für obere Schranken in Zeit und auch natürlich auch in Speicherkomplexität? Ich habe schon gesagt, weil die genau die richtige Art an Allgemeinheit, an Grobheit liefern, die wir brauchen, um über interessante Strukturen von Komplexität nachzudenken. Was ich damit meine, möchte ich jetzt auf den nächsten zwei, drei Slides einmal definieren. Das sind verschiedene einfache Sätze, die aus den verschiedenen Büchern stammen, die ich hier so schon am Anfang erwähnt habe, aus dem Sipser, aus dem Schöning und auch aus dem Barak und Aurora. Das ist vor allem dieses letztere Buch, ist besonders gut für die Komplexität. Nämlich sagen diese Sätze, dass die verschiedenen Aspekte der Turing-Maschine, wie das Alphabet, die Anzahl der Bänder, ob die Bänder nach links und rechts offen sind oder nur nach rechts und so weiter, dass die alle schön verschwinden in dieser Groß-O-Notation, weil sie typischerweise nur konstante oder nur polynomielle Veränderungen der Laufzeit mit sich bringen. Machen wir sie der Reihe nach. Die erste solche Aussage ist, dass das Arbeitsalphabet der Maschine egal ist, wenn wir uns erlauben, in Groß-O zu operieren, wenn wir Konstanten weglassen. Hier ist der Satz. Angenommen, wir haben eine Funktion, für die wir eine Turing-Maschine kennen, M, die ein bestimmtes Arbeitsalphabet verwendet, zum Beispiel das binäre Alphabet oder das Alphabet A, B, C, D oder so, also eine endliche Menge, eine diskrete, endliche Menge an Symbolen. Und was die Symbole genau sind, ist egal. Die Laufzeitkomplexität von N hat, also eine bestimmte Laufzeitkomplexität hat, diese Maschine M, dann kann die gleiche Funktion von einer anderen Turing-Maschine, nennen wir sie M tilde, bearbeitet werden, die ein anderes Arbeitsalphabet Sigma tilde hat, in Laufzeitkomplexität, die gegeben ist durch die Laufzeitkomplexität der ersten Maschine, mal dem Zweierlogarithmus vom einen Alphabet geteilt durch den Zweierlogarithmus vom anderen Alphabet. Warum? Der Beweis steht schon drunter, brauche ich nicht mehr fragen. Ich komme gleich noch ein paar Beweise, wo ich Sie frage. Wir nehmen einfach das eine Alphabet und schreiben es als binäre Symbole und dann das andere Alphabet und schreiben es als binäre Symbole und dann ist die Zahl der Binärsymbole, die wir brauchen für das eine und das andere Alphabet, gegeben durch den Zweierlogarithmus natürlich von dem einen und dem anderen Alphabet. Und damit ist die Zahl der Symbole, der Zahl der Nuller und Einser, die wir auf irgendein Band schreiben müssen, genau durch dieses Verhältnis gegeben. Und deswegen können wir die Laufzeit von n so verlängern. Und dann können wir sie wieder verkürzen, indem wir diese Zweiersymbole wieder rekodieren in die Symbole aus dem anderen Alphabet. Dann ist das die neue Laufzeit.
Und jetzt, je nachdem, ob das eine Alphabet größer oder kleiner als das andere ist, steigt oder fällt dadurch natürlich die Laufzeit. Aber eben nur um eine Konstante. Und das bedeutet, wenn wir festgestellt haben, dass wir eine Funktion auf einer bestimmten Turing-Maschine auf O von G von N berechnen können, dann können wir durch Veränderungen ihres Alphabets dieses Groß O von G von N nicht versuchen zu attackieren. Da können wir nicht groß was dran ändern. Die gleiche Art von Struktur können wir auch benutzen, um sogar bewusst zu zeigen, dass man die Laufzeit auch verkleinern kann, indem man nämlich das Alphabet vergrößert. Ja, also Sie können sich vorstellen, dass wenn das Sigma Tilde größer ist als Sigma, dann ist das hier eine Zahl, die kleiner ist als 1. Ja, weil unten steht eine größere Zahl, oben eine kleinere Zahl, deswegen kleiner 1, dadurch wird die Laufzeit kleiner. Das kann man sogar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann man sich überzeugen, dass sogar Folgendes gilt, eine etwas schärfere Aussage. Wenn wir eine bestimmte K-Band-Turing-Maschine M gefunden haben, die eine bestimmte Laufzeit oder Speicherkomplexität hat, dann existiert eine andere K-Band-Turing-Maschine, also das K-Band hier ist nicht so wichtig, dass das K größer 1 ist, aber nur, dass die Zahl der Bänder gleich ist, so dass die gleiche Sprache, die gleiche Problem löst, ja, die also auch ein Entscheider ist für die gleiche Sprache, die aber eine Speicherkomplexität hat, die, ich sage mal, im Großen und Ganzen halb so groß ist wie die der ersten und eine Laufzeitkomplexität, die im Großen und Ganzen halb so groß ist wie die der ersten, bis auf einen linearen Term dahinter. Wie würden wir das machen? Also, Sie sehen schon die Überschrift der Slide. Wir haben eine Turing-Maschine, die hat ein bestimmtes Alphabet. Wir verwenden eine bestimmte Anzahl an Symbolen. Und die löst das Problem, indem sie eine bestimmte Anzahl von Zellen beschreibt und eine bestimmte Anzahl von Schritten macht. Die Idee ist jetzt, ein neues Alphabet zu finden, das wird natürlich irgendwie größer sein, dieses Alphabet, so dass die Rechnung besonders viel leichter wird. Also leichter wird im Sinne von, dass wir weniger Schritte brauchen, weniger Speicher brauchen. Und Sie erinnern sich, auf der vorherigen Slide stand was mit Logarithmus von 2. Also zweier Logarithmus von Größe des Alphabets. Wenn wir da einen Faktor 1/2 schaffen wollen, wenn wir halb so groß werden wollen, was müssen wir dann mit dem Alphabet machen? Wie viel größer muss es werden, damit der Logarithmus 1/2 ist? Genau, es muss quadratisch größer werden. Wir müssen unser Alphabet quadratisch vergrößern. Und das ist genau die Idee. Also, wir definieren ein neues Bandalphabet, dass das Produkt ist aus dem ersten Bandalphabet. Dass also Paare von Symbolen aus dem ersten und dem zweiten, Paare von Symbolen aus dem Alphabet enthält. Wenn also das hier unser Originalalphabet ist, wenn die Alphas das Originalalphabet sind, aus dem Originalalphabet stammen und das Wort, das auf dem Band steht, auf dem ithen Band steht, so aussieht, dann rekodieren wir, indem wir aufeinanderfolgende Symbole nehmen, immer Paare von Symbolen nacheinander, und das zugehörige Symbol aus diesem Produktalphabet finden, das dieses Paar darstellt, dieses Tupel. Und dadurch halbieren wir natürlich das, was auf dem Band steht. Ja, weil wir nur noch halb so viele Symbole brauchen, weil in jedem Symbol doppelt so viel versteckt ist. Ja, kann es den Spezialfall geben, dass die Zahl der Symbole ungerade ist, dann fügen wir noch ein Leerzeichen hinzu. Oder wenn die Zahl, die Symbole, auf dem Band steht, ungerade ist, dann fügen wir ein Leerzeichen hinzu. Dann brauchen wir irgendwie so ein plus 1, ja, deswegen steht hier oben das plus 2. Da müssen wir uns noch überlegen, wie wir das auslesen. Also wenn die Turing-Maschine hier steht, dann muss sie natürlich wissen, auf welchem, ob sie gerade oben oder unten arbeitet quasi, ob sie ihren Lesekopf irgendwie hoch oder runter fahren muss. Bisschen so wie bei den alten Schreibmaschinen, die den Kopf hoch und runter fahren konnten, um Groß- und Kleinbuchstaben zu schreiben. Da brauchen wir halt einen Zustand dafür, müssen die Anzahl der Zustände zum Beispiel verdoppeln. Ja. Die Zustände tauchen ja aber hier nicht auf in der Definition von Laufzeit und Speicher, deswegen können wir die da drin verstecken.
Und die Speicherkomplexität ist also damit genau so. Das Gleiche können wir übrigens auch mit Rechenzeit machen. Ja, also da kommt die Zeit her. Was glauben Sie, warum, wo das 2n herkommt? Warum wir da einmal 2n drauf addieren müssen? Hat mich gerade schon jemand während der Pause gefragt. Vorher bei der 0-1-Sprache kam auch so ein 2n vor. Warum 2n? Weil wir einmal am Anfang der Operation der Turing-Maschine das Eingabewort nehmen müssen, dieses Alpha 1 bis Alpha m, und es umkodieren müssen in diese kompaktere Notation. Und dazu müssen wir einmal das Band entlang fahren und einmal wieder zurückfahren. Und das sind genau 2n. Ja, die Eingabe ist n lang, wir fahren hin und dann fahren wir wieder zurück und schreiben das kürzer auf das Band und das dauert 2n. Okay. Das geht natürlich, also der Trick hier ist, dass wir das Alphabet quadratisch größer machen. Wir können natürlich diesen Trick immer weiter wiederholen. Wir können das Alphabet beliebig viel größer machen, um immer weitere Terme hinzu, dann wird das Alphabet exponentiell größer in der Anzahl der Schritte, in der wir das machen. Und die zugehörige Speicher- und Laufzeitkomplexität fällt durch um einen konstanten Faktor, der proportional ist zu der Anzahl an Tupel oder der Größe der Tupel, in denen wir das Alphabet vergrößern. Also exponentielle Vergrößerung im Alphabet führt zu einer konstanten Reduktion in Laufzeit oder Speicherkomplexität. Und das heißt natürlich irgendwie einerseits, könnte man jetzt sagen, das heißt, dass das Alphabet nicht so wahnsinnig viel bringt zu benutzen. Wir können aber auch andersrum sagen, wenn wir über Komplexität sprechen, dann ist es hilfreich, das Groß-O zu verwenden, weil wir dadurch verstecken, dass man ja mit dem Alphabet rumspielen könnte. Ja? Also Veränderungen des Alphabets sind nicht mehr wichtig, wenn wir Konstanten ignorieren in der Laufzeit. Eine ähnliche, wenn auch etwas subtilere Situation gilt für die Zahl der Bänder. Sie erinnern sich, dass wir in der Berechenbarkeitstheorie gezeigt haben, dass die Anzahl der Bänder der Turing-Maschine ihre Mächtigkeit in Berechenbarkeit nicht verändert. Also Mehrband-Turing-Maschinen sind äquivalent zu Einband-Turing-Maschinen in der Menge der Funktionen, die sie berechnen können. Bei der Komplexität gilt das auch modulo einem polynomiellen Faktor. Also, hier ist der Satz. Wenn wir eine Funktion haben, für die es eine Turing-Maschine gibt, die k Bänder hat und eine bestimmte Laufzeit hat, dann gibt es eine Einband-Turing-Maschine mit nur einem Band, die die gleiche Aufgabe löst und Laufzeitkomplexität hat, die O von k mal der Originallaufzeitkomplexität auf K-Bändern hoch 2 ist. Also quadratisch größer bis auf eine Konstante. Und die Konstante habe ich jetzt hier sogar drin gelassen, weil sie nämlich genau die Anzahl der Bänder ist, also vielleicht relevant ist. Und die Idee dazu ist, wir nehmen unsere Turing-Maschine mit den K-Bändern, da stehen Sachen untereinander auf all diesen Bändern, und schreiben den Inhalt all dieser Bänder auf das eine Band dieser Turing-Maschine, und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, und zwar so, dass wir immer quasi an einem Index der Bänder längs runter alles, was auf diesen Bändern steht, hintereinander schreiben. Also an der ersten Stelle steht der erste Eintrag auf dem ersten Band, auf der zweiten Stelle steht der erste Eintrag auf dem zweiten Band, an der dritten Stelle steht der erste Eintrag auf dem dritten Band und so weiter. Und an der k plus ersten Stelle steht der zweite Eintrag auf dem ersten Band und so weiter und so weiter. Und dann machen wir das Bandalphabet größer. Wir haben ja gerade gesehen, dass das nur eine konstante Veränderung in der Laufzeit bringt. Das heißt, sie verschwindet in dem Groß O. Ja? Erweitern das Bandalphabet so, dass wir uns merken, wo die Köpfe sind. Diesen gleichen Trick haben wir schon in der Berechenbarkeitstheorie verwendet, um zu zeigen, dass die K-Band-Turing-Maschine äquivalent zur Einband-Turing-Maschine ist. Wir erlauben also solche Symbole mit so einem Punkt drüber, um festzuhalten, dass der Lesekopf gerade an einer bestimmten Stelle ist. Erinnern Sie sich noch, wie das geht? Ja, ein paar Leute nicken. Um das zu machen, müssen wir das Alphabet doppelt so groß machen, Faktor 2 größer. Wir haben gerade gesehen, dass das die Laufzeitkomplexität nur um eine Konstante verändert und diese Konstante lassen wir da drin verschwinden. Dann fangen wir am Anfang einmal an, verwenden O von nk Schritte, um das Band vorzubereiten, ja, also um einmal
durchzulaufen und das Einband, die Einband-Turing-Maschine zu füllen. Und danach machen wir Folgendes, dass wir für jeden der Schritte, die die Original-Turing-Maschine auf ihren K-Bändern macht, und wir wissen ja, dass es davon T, M, N Schritte gibt, also die Laufzeit der Turing-Maschine M auf einer Eingabe von Länge N, maximal so viele Schritte gibt, dann fahren wir das Band ab, um die Konfiguration auszulesen und zu wissen, wo wir jetzt gerade sind, was da auf diesen K-Bändern steht. Dazu müssen wir einmal das ganze Band entlang fahren und alle K-Schritte einmal ein Symbol auslesen. Das braucht also K mal Tm von n Schritte höchstens. Und danach fahren wir wieder zurück und schreiben die neue Konfiguration auf das Band. Das dauert auch wieder O von K mal n Schritte. Und das müssen wir für jeden Schritt der Original-Turing-Maschine machen, also Tm n Schritte höchstens. Deswegen K mal Tmn mal Tmn, also K mal Tmn Quadrat. Soll heißen, wenn wir, eine Art darüber nachzudenken ist, der Unterschied zwischen Turing-Maschinen mit mehreren Bändern und einem Band ist höchstens quadratisch in der Laufzeit, egal wie viele Bänder wir verwenden, also es ist nur linear in der Anzahl der Bänder und immer höchstens quadratisch viel, um umzukodieren auf ein Band. Aber eine andere Art, dieses Ergebnis zu lesen, ist auch umgekehrt, dass wenn wir uns nur um polynomiell oder nicht polynomiell scheren, also wenn uns nur interessiert, ob ein Algorithmus in polynomieller Laufzeit fertig wird und die Ordnung des Polynoms uns nicht so wichtig ist, ob es 1 oder 2 oder 3 oder 4 ist, Hauptsache polynomiell, dann brauchen wir uns überhaupt nicht mehr darum zu kümmern, wie viele Bänder die Turing-Maschine hat. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass es sinnvoll ist, Algorithmen, die in polynomieller Zeit lösbar sind, als eine Klasse zu sehen. Selbst wenn die Ordnungen vielleicht unterschiedlich sein können. Es gibt natürlich in insbesondere so numerischen Fragen oder sehr konkreten algorithmischen Fragen schon einen Unterschied zwischen was kubisch teuer ist und quadratisch teuer ist. Aber wenn es um allgemeine Betrachtungen von Komplexität von Problemen geht, dann ist es oft eine gute Idee, einfach nur zu sagen, das ist irgendwie polynomiell. Und ob es jetzt 8 oder 2 oder 5 oder 20 ist, ist eigentlich egal. Ähnliche Aussagen wie diese gehen übrigens auch für andere Erweiterungen der Turing-Maschine. Zum Beispiel kann man auch zeigen, dass wenn man eine Turing-Maschine hat, die ein Band hat, das nach beide Seiten offen ist, dass das uns nicht die Laufzeitkomplexität innerhalb einer polynomiellen Klasse verändert. Das Gleiche gilt sogar verrückterweise für Bänder, die man nur einmal beschreiben kann und nie wieder löschen. Also wenn die Turing-Maschine quasi jedes Mal, wenn sie eine Zelle auf dem Band verwendet, die danach nie wieder beschreiben darf, dann macht es trotzdem das Problem höchstens polynomiell teurer, weil wenn sie da was Neues hinschreiben möchte eigentlich, dann muss sie einfach ans Ende des Bandes fahren und es da hinschreiben. Und das erzeugt so einen Faktor n hinzu, ja, in der Berechnung, die ist also höchstens das Grad des Polynoms um 1 erhöht. Und das Gleiche geht sogar für die Speicherkomplexität von Turing-Maschinen, denen man den Befehl geben kann, an einen bestimmten Punkt auf dem Band zu fahren. So wie Sie das mit Ihren Computern machen, wenn Sie sagen, lese aus, was an einer bestimmten Speicheradresse steht, die hinter dem Variablennamen so und so liegt. Solange wir davon ausgehen, dass Zugriff auf den Speicher proportional, also die Laufzeit des Zugriffs auf den Speicher proportional zur Gesamtlänge des Bandes oder von oben beschränkt ist durch die Gesamtlänge des Bandes und dass die Länge des Bandes, die Länge der Anzahl der Speicheradressen, die Maschine verwenden kann, beschränkt ist durch die Laufzeit der Turing-Maschine. Dazu kommen wir am Ende der Vorlesung nochmal. Es ist also wichtig, trotzdem festzuhalten, dass die Turing-Maschine in einer endlichen Zeit nicht beliebig weit in den Speicher reingreifen kann, wenn er denn unendlich sein soll. Wenn er natürlich beschränkt ist, dann ist es auch wieder wurscht, weil dann verschwindet es in einer Konstanten. Diese verschiedenen Arten von Verallgemeinerungen kann man sogar sehr elegant kompakt darstellen in einer universellen Aussage über die universelle Turing-Maschine. Und das wird jetzt der Satz, mit dem wir uns noch 10 Minuten lang beschäftigen müssen. Er steht jetzt hier komplett schon auf der Slide. Ich weiß, sie ist sehr voll, aber dann können wir es in Ruhe einmal durchgehen. Wir wissen aus der Berechenbarkeitstheorie, dass es eine besondere Turing-Maschine gibt, die universelle Turing-Maschine, die alle anderen Turing-Maschinen simulieren kann. Auch alle mit mehreren Bändern und auch alle mit diesen verschiedenen Erweiterungen der Bänder.
Und das ist ja was sehr Cooles erstmal, ja, weil das heißt, insbesondere, dass Sie nur einen Laptop brauchen, auf dem Sie alles machen können. Und nicht 20 verschiedene für jede einzelne Sprache, die Sie entscheiden wollen, eine eigene. Weil man nämlich programmieren kann, weil Programme existieren. Programme sind Gödelnummern aus unserer theoretischen Sicht. Es ist also spannend zu fragen, ob die Tatsache, dass ein Problem über ein Programm dargestellt werden muss auf der universellen Turing-Maschine, ob das eigentlich die Komplexität signifikant verändert oder nicht. Und dieser Satz hier sagt, dass dem nicht so ist, bis auf einen logarithmischen Term. Und logarithmische Terme sind natürlich was sehr Kleines, deswegen sind sie kein Problem. Das heißt, es ist ein Geschenk der Struktur der Turing-Maschinen, dass wir uns erlauben können, alle Programme, alle verschiedenen Realisierungen von Turing-Maschinen auf einer universellen Turing-Maschine darzustellen und dabei nur sehr wenig dafür bezahlen müssen in Speicherplatz und Laufzeit, dass wir das tun. Also hier ist der Satz jetzt etwas formaler. Es ist der Satz über die effiziente universelle Turing-Maschine. Angenommen, wir haben eine Funktion f, die von einer Turing-Maschine namens m in einer bestimmten Zeitkomplexität berechnet werden kann. Dann existiert eine universelle Turing-Maschine u, es ist genau die, die wir schon kennengelernt haben in der Vorlesung 10, die gleiche Funktion berechnet, also die gleiche Aufgabe löst und dafür eine Konstante mal t von n mal log t von n Schritten braucht, die also höchstens logarithmisch mal länger braucht in der Länge der Eingabe, als die Original-Turing-Maschine, die spezialisierte Turing-Maschine, die nur diese eine Sprache erkennen kann, mal einer Konstante und diese Konstante, die wir natürlich in einem Groß O verstecken können, die hängt nur von der Größe des Arbeitsalphabets der Originalmaschine, der Anzahl seiner Bänder und der Größe seines Zustandsraums ab. Also im Wesentlichen von den Zahlen, die die Turing-Maschine definieren, ja, ihr Zustandsraum, ihr Alphabet, ihre Anzahl an Bändern. Und es funktioniert folgendermaßen. Wir machen zunächst den Beweis für eine schwächere Aussage, nämlich, dass das in quadratisch größerer Zeit geht. Und der Schritt von quadratisch zu logarithmisch, der ist dann sehr technisch, den werde ich gleich da unten einmal kurz angeteasert, der steht hier unten drunter. Also, angenommen, unsere Original-Turing-Maschine M angenommen, unsere Original-Turing-Maschine M hat nur ein Band. Wenn sie mehrere Bänder hat, dann transformieren wir sie zunächst in eine Einband-Turing-Maschine. Und wie wir das machen, haben wir gerade eben gesehen auf der vorherigen Slide. Und wir wissen, dass diese Transformation nur quadratisch teuer ist. Also passt in unserer Aussage des Satzes, dass sie nur quadratisch teurer wird. Und dann transformieren wir auch das Arbeitsalphabet, sodass wir das binäre Arbeitsalphabet verwenden. Wenn die Original-Turing-Maschine ein anderes Alphabet verwendet, dann rekodieren wir das und das verändert die Laufzeit nur um eine Konstante, haben wir gerade eben gesehen auf einem der Sätze vorher, dem allerersten, den ich bewiesen habe. Jetzt erinnern wir uns daran, wie die universelle Turing-Maschine funktioniert. Wenn Sie zurückgehen zur Vorlesung 10, dann habe ich Ihnen da gesagt, wir bauen diese universelle Turing-Maschine, indem wir zunächst mal diese Gödel-Kodierung aufschreiben. Da haben wir diesen ganz aufwendigen Prozess gemacht, um diese eindeutige präfixfreie Codierung einer Turing-Maschine zu realisieren mit diesen Nullen und Einsen und Hashes. Ja, Sie erinnern sich. Diese Gödelnummer müssen wir bauen von unserer Turing-Maschine M. Und dann schreiben wir diese Gödelnummer zu bauen, übrigens ist eine Operation, die ausschließlich abhängt von dem Sigma und der Anzahl der Zustände Q. Und daraus entsteht ja dann die Übergangsfunktion. Die Übergangsfunktion ist eine Tabelle von Größe Anzahl Zustände mal Anzahl Symbole im Alphabet. Ja? Das heißt, sie ist linear teuer in den beiden Größen und das müssen wir auch noch übertragen in unsere Gödelnummer. Da kriegen wir quadratisch viele Terme, bleiben wir wieder im Quadrat drin, passt. Und dann bauen wir eine Turing-Maschine, unsere universelle Turing-Maschine, die hat drei Bänder. Das erste Band ist das eigentliche Arbeitsband. Das ist das, auf dem die Turing-Maschine simuliert wird. Das, auf dem wir zugucken können, wie das passiert, was die Turing-Maschine M machen soll. Das zweite Band ist das, auf dem die Gödelnummer steht, wo wir nachgucken können, welche Übergänge wir durchführen müssen. Und das dritte Band ist das, in dem wir uns speichern, was der momentane Zustand der Turing-Maschine M ist. Den Zustand zu speichern,
ist offensichtlich kein Problem. Da müssen wir nur irgendeine Darstellung speichern, in welchem Zustand wir sind. Die ist höchstens von der Größe Anzahl der Zustände der Turing-Maschine, also eine Konstante. Und die Gödel-Nummer, habe ich gerade schon gesagt, ist höchstens quadratisch groß in der Anzahl der, also sie ist linear groß in der Anzahl der Zustände und linear groß in der Anzahl der Elemente des Alphabets, also insgesamt quadratisch groß, also das Produkt aus Größe von Alphabet und Anzahl der Zustände. Die schreiben wir da drauf. Also das, dieser Prozess hier, dieses Hinzufügen von diesen beiden Bändern, kostet uns also nur eine Konstante an Overhead, wobei die Konstante von der Größe der Zustände und der Größe des Arbeitsalphabets, Anzahl der Zustände, Entschuldigung, und der Größe des Arbeitsalphabets abhängt. Und dann simulieren wir, ja, und dieses Simulieren besteht daraus, dass wir da oben nachgucken auf dem Band, was da oben steht, und dann auf dem Gödel-Nummerband langfahren und gucken, was jetzt zu tun ist als nächstes. Dieses Langfahren ist ein Prozess, der von in jedem einzelnen Arbeitsschritt von Faktor höchstens C ist, ja, weil da höchstens C Elemente auf dem zweiten Band stehen. Deswegen bleibt da vorne ein Produkt, also ein C vor dem T-Quadrat-Term hier. Und ja, das war's. Also im Wesentlichen haben wir damit gezeigt, dass das Ganze T-Quadrat groß ist, weil der allererste Schritt hier O von T-Quadrat ist. Und danach nichts mehr kam, was nicht auch von T-Quadrat war. So, und jetzt sagt der Satz, dass es eigentlich logarithmisch teuer ist. Und da gibt es eine ganze Theorie dazu, die heißt amortisierte Laufzeitanalyse, wenn Sie so wollen. Wenn Sie dann mehr nachschauen wollen. Und der Trick dabei ist, dass man die Bänder, also dieses Übertragen der Bänder hier, ja, dieses Transformieren in quadratischer Zeit, dass man das effizienter macht, dass man da einfach den vorherigen Satz quasi, wo ich gezeigt habe, dass das quadratisch teurer ist, dass man da aufräumt und den Prozess effizienter macht, indem man zum Beispiel die Bänder in einem speziell dafür entwickelten Code darstellt. Und das geht dann eben logarithmisch teuer, weil, naja, ganz grob, Sie können so ahnen, dass irgendwas zu kodieren in einer schlauen Sprache ist immer so logarithmisch teuer in der Anzahl der Objekte, die Sie kodieren wollen. Ja, da kommt das, der logarithmische Term her. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns in Zukunft, wenn wir über Laufzeit sprechen und über Speicherkomplexität, nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie genau die Turing-Maschine aussieht. Wir müssen nicht genau fragen, wie deren Alphabet aussieht. Wir müssen nicht genau fragen, wie viele Bänder sie hat, ob das Band nur nach links oder nach rechts offen ist. Wir können sogar erlauben, dass die Bänder zweidimensional sind, wenn wir das genau wollen. Solange wir uns einig sind, dass wir in Groß O sprechen, dass wir also nur schwache obere Schranken für Laufzeit und Speicher benutzen. Und insbesondere, dass wir, ich sage mal, innerhalb der Klasse der polynomiellen Probleme, also Probleme, die in polynomieller Laufzeit oder Speicher gelöst werden, uns nicht so viel Gedanken machen über die Ordnung des Polynoms. Denn die Transformation von einem Typ von Turing-Maschine auf eine andere oder sogar von einer beliebigen Turing-Maschine auf die universelle Turing-Maschine kostet höchstens eine Konstante, wobei die Konstante von der Original der genauen Definition der originalen Turing-Maschine, nämlich der Anzahl ihrer Symbole und der Anzahl ihrer Zustände abhängt, mal einen logarithmischen Extra-Overhead für das Übersetzen und das Durchführen auf der universellen Turing-Maschine. Aber Logarithmen sind sehr schwach wachsende Funktionen im Vergleich zu dem, was davor steht. Also wenn wir vorne was Polynomielles haben und es dann mit einem Logarithmus multiplizieren, ist immer noch polynomiell. So, das eine, was nicht egal ist, ist, ob die Turing-Maschine deterministisch oder nicht deterministisch ist. Habe ich schon gesagt, brauche ich nochmal Trost drüber zu reden. Machen wir nächste Woche in Ruhe. Und da werden wir uns wirklich ganz genau mit beschäftigen müssen, was passiert, wenn wir, wir erlauben, dass die Turing-Maschine nicht deterministisch ist. Denn das ist wirklich etwas, das die Möglichkeiten der Maschine drastisch erhöht. Zumindest scheinbar. So, dann bin ich fast fertig. Jetzt räumen wir ein bisschen auf. Wir haben gesehen, dass wir erstens immer groß O verwenden werden für so ziemlich alles. Zweitens, dass wir uns besonders interessieren für, ob etwas polynomiell ist oder nicht polynomiell und was genau die Ordnung des Polynoms ist, ist nicht so wahnsinnig wichtig.
Und wir haben gesehen, dass es einen Unterschied zwischen Zeit und Raum, zwischen Zeitkomplexität und Speicherkomplexität, aber Space, ja, Speicherkomplexität gibt. Das heißt, wir werden uns jetzt zwei Objekte definieren, die diese abstraktere Darstellung von Problemen so ein bisschen zusammenfassen. Das sind nämlich Klassen an Komplexität in Speicher und Zeit. Die definiere ich hier einmal. Wichtig ist hier kurz die Notation. Ich verwende jetzt Großbuchstaben für das ganze Ding, Space und Time. Vorher waren das Großbuchstabe, dann Kleinbuchstabe. Das hier sollen Klassen an Problemen sein. Das sind nämlich Mengen über Sprachen. Also, sei t eine Funktion zwischen den natürlichen Zahlen, dann heißt die Komplexitätsklasse time t, time von t, von n, die Menge aller Sprachen, die in Laufzeit höchstens o von t von n von einer deterministischen Turing-Maschine entschieden werden können. Manchmal schreibt man auch d-time für deterministische time-complexity t von n. Das heißt, alle Sprachen sind da drin, für die es eine deterministische Turing-Maschine gibt, die die Sprache entscheidet und Laufzeit hat höchstens O von T von N. Das Gleiche können wir auch für Space machen, für die Verwendung von Speicher. Genau der gleiche Satz jetzt mit, das soll natürlich ein S sein hier, und da auch, das sieht man schon, wenn ich zu viel copy-paste, dann funktioniert es nicht. Sei S eine Funktion von n nach n, dann heißt die Komplexitätsklasse Space von S von n, die Menge aller Sprachen, die in Workspace Speicherplatzbedarf O von S von n von einer deterministischen Turing-Maschine entschieden werden können. Hier steht es nochmal, und da soll auch ein S sein, das heißt, wir haben hier zweimal ein T statt S. Ja. Da und da. Also die Menge aller Sprachen, für die es eine deterministische Turing-Maschine gibt, die die Sprache entscheidet und Space Complexity hat O von S von n. Und die können wir jetzt endlich verwenden, um die Komplexitätsklassen zu definieren, die Sie schon gesehen haben, schon mal gehört haben. Jetzt haben Sie einmal die ordentliche Definition. P, großes upright P, ist die Vereinigung von allen Klassen von Sprachen, welche in polynomieller Zeit von beliebiger Ordnung entschieden werden können. Also, P ist die Vereinigung über alle K in den natürlichen Zahlen von Time von N von K. Time von N von K ist die Menge aller Sprachen, für die es mindestens eine deterministische Turing-Maschine gibt, die diese Sprache in O von N hoch K entscheiden kann, die also für beliebige Eingaben von Länge N in Laufzeit höchstens N hoch K mal Konstante, eine Antwort liefert, entweder anhält und entweder akzeptiert oder verwirft. Und wir vereinigen das über alle beliebigen K, alle beliebigen Ordnungen an Polynomen. Das ist die Klasse P. Auf dieser Slide ist noch kein NP. NP kommt nächsten Dienstag. Aber es reicht ja erstmal P zu haben, zum drüber nachdenken. Das Gleiche können wir auch mit dem Raum machen, also mit dem Speicherplatz. P-Space ist die Vereinigung über alle K aus den natürlichen Zahlen über die Klassen Space von N hoch K. Also Space von N hoch K, zur Wiederholung, ist die Klasse aller Sprachen, für welche es mindestens eine deterministische Turing-Maschine gibt, welche auf allen Wörtern von Länge N entscheidet, also anhält, akzeptiert oder verwirft und dabei höchstens O von N hoch K Speicherplatz braucht. Und wenn wir dann über beliebige K in diesen polynomiellen Klassen hier vereinigen, kriegen wir P-Space. Also die Menge aller Sprachen, die polynomiellen Speicherbedarf haben und von deterministischen Turing-Maschinen entschieden werden. P ist die Menge aller Probleme, die in polynomieller Zeit gelöst werden können. P-Space ist die Menge aller Probleme, die in polynomiellem Speicher gelöst werden können. Wie hängen die beiden zusammen? Das machen wir jetzt noch zum Schluss, aber es ist noch eine Frage. Die dann zu der
Also, die Frage ist, wir haben gerade über die universelle Turing-Maschine gesprochen und gesagt, wir können jedes Programm einer beliebigen Turing-Maschine auf einer universellen Turing-Maschine laufen lassen. Und die Kosten dafür sind eine Erweiterung der Kosten um eine Konstante mal Logarithmus von n. Wenn ich jetzt weiß, dass es eine Turing-Maschine gibt, die ein Problem in Time von n hoch 3 löst, was ist dann mit dieser universellen, mit dieser universellen Turing-Maschine? Ist die dann auch in dieser Klasse drin? Also es sind zwei Verwirrungen drin. Das erste ist, es reicht ja eine zu finden. Also wenn wir eine Turing-Maschine finden, die das in O von n hoch 3 macht, dann ist diese Sprache schon in Time von n hoch 3. Dass die universelle Turing-Maschine n hoch 3 mal log n hoch 3 braucht, ist egal für das Mitgliedschaft in dieser Menge an Sprachen. Also Time und Space, großgeschrieben, sind Klassen über Sprachen. Und da reicht es, dass es eine Turing-Maschine gibt. Das heißt, wenn Sie tatsächlich jetzt den Beweis führen müssten, dass eine bestimmte Sprache, dazu kommen wir natürlich noch später, eine bestimmte Komplexität hat, dann schreiben wir typischerweise genau die Turing-Maschine hin, die das tut und reden dann darüber, wie viele Schritte die braucht. Dass wir das dann auch auf der universellen Turing-Maschine realisieren können und dafür logarithmisch mehr Zeit brauchen, stimmt zwar weiterhin, ist aber egal dafür, ob eine Sprache da drin liegt oder nicht. Und der zweite Aspekt ist natürlich, dass wir typischerweise einfach über P sprechen werden und nicht über eine bestimmte Ordnung von Polynomen. Und dann ist es sowieso wurscht, weil wenn wir eine Lösung haben, die in O von n hoch 3 läuft und dann noch eine andere Lösung, die in O von n hoch 3 mal Logarithmus von n hoch 3 läuft, dann sind die ja beide immer noch polynomiell. Ja? Weil O von n hoch 3 mal Logarithmus n hoch 3 ist O von n hoch 3 mal 3 mal log n, also es ist immer noch O von n hoch 4. Höchstens, mindestens, ja, also mehr braucht man gar nicht drüber nachdenken, das reicht schon. Da sind wir immer noch polynomiell. Also auch hier wieder ein guter Grund, dass wir uns eigentlich nur mit polynomiell beschäftigen. Und es ist sogar historisch übrigens oft so gewesen, dass Probleme, die erst, wenn es zum allerersten Mal geschafft wurde, für bestimmte besonders schwere Probleme Polynomialzeitalgorithmen zu finden, dann waren die sogar oft erst sehr von hoher Ordnung, irgendwie n hoch 20 oder so. Und dann kommen typischerweise irgendwie ein Jahr später, kommt dann noch ein anderes Paper, das von 20 auf 3 runtergeht, weil irgendjemand nochmal schlau die Original-Turing-Maschine umgebaut hat, sodass es dann halt doch wieder irgendwie kubisch ist oder so. So, das Letzte, was ich noch mit Ihnen machen möchte, ist eine ganz kurze Beobachtung, die auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend ist und vielleicht Ihnen dabei hilft, was mitzunehmen für den Weg nach Hause. Nämlich folgende Aussage, Lemma, für jede Funktion t gilt, dass die Klasse der Probleme, die in Time t von n sind, eine Teilmenge der Probleme sind in Space t von n. Warum? Weil, wenn Sie einer Turing-Maschine eine bestimmte Zeit geben, eine bestimmte Anzahl Schritte erlauben zu arbeiten, wenn Sie also sagen, sie läuft höchstens so und so lang, was kann sie in der Zeit mit ihrem Arbeitsspeicher machen, mit ihrem Band? Das Schlimmste, was sie machen könnte in Terms of Speicherplatz brauchen, ist einfach in jedem einzelnen Rechenschritt eins nach rechts fahren. Ja, dann fängt sie bei der 0 an und macht genau tn Rechenschritte nach rechts und danach hat sie genau tn Speicher gebraucht. Das heißt, wenn Sie wissen, dass ein Problem in Laufzeit t von n lösbar ist, dann ist es auch in höchstens Speicher t von n lösbar. Und deswegen ist diese Klasse eine Teilmenge von dieser Klasse. Und jetzt steht hier drunter, ne, der Satz nochmal, lesen Sie den ruhig einfach danach nochmal durch und versuchen Sie den Beweis zu verstehen. Und das ist kein Tippfehler. Dass hier Space links und Time rechts steht und da Time links und da Space rechts, ist richtig so. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Und warum das so ist, wenn Sie verstanden haben, warum das so ist, dann haben Sie den Unterschied zwischen groß und klein geschrieben Time und Time verstanden. Ja, deswegen lohnt es sich da nochmal drüber nachzudenken, weil dann wird es klar. Ja, das hier ist die Klasse aller Sprachen, die in Time t von n lösbar sind. Und das hier ist die Klasse aller Sprachen, die in Space t von n lösbar ist. Und das hier ist
die Laufzeit komplex, sorry, die Speicherkomplexität einer Turingmaschine M auf einem bestimmten Wort N. Und das hier ist die Laufzeitkomplexität der gleichen Turingmaschine. Hier steht die Menge an Zellen auf dem Speicher, die die Turingmaschine verwendet, diese eine Turingmaschine, ist höchstens die Zahl der Schritte, die sie durchgeführt hat. Das ist genau richtig. Ja. Und hier steht, dass die Menge der Probleme, die man in einer bestimmten Zeit lösen kann, die ist höchstens so groß wie die Menge der Probleme, die man in einer bestimmten Speicher, in der gleichen Menge an Speicher lösen kann. Und daraus folgt direkt dieser Korrelator hier unten, der eine Verbindung herstellt zwischen diesen beiden Klassen, großen Klassen, die wir gerade definiert haben. Dass nämlich P eine Teilmenge oder gleich ist zu P-Space. Also Space ist eine, wenn Sie so wollen, losere Art, Komplexität zu beschreiben. Sie generiert eine größere Klasse an Problemen. Damit sind wir am Ende für heute. Wir haben jetzt die Vorarbeit geleistet, um in tiefere Fragen der Komplexität einzusteigen, indem wir nämlich all diese Begriffe definiert haben. Wir haben festgestellt, dass wir uns für Zeit und Speicher interessieren. Wie viel müssen wir schreiben und wie viele Schritte müssen wir machen? Wir haben sogar einen Zusammenhang zwischen den beiden hergestellt, dass nämlich die Anzahl der Speicherplätze, die beschrieben werden können, in einer bestimmten Anzahl Schritte höchstens die Anzahl dieser Schritte ist. Und wir haben festgestellt, dass diese Landau-O-Notation ein guter Trick ist, um ganz viele Implementierungsdetails von Turing-Maschinen einfach wegzuabstrahieren, sodass wir allgemein sprechen können über Probleme, die in O von einer bestimmten Laufzeit oder Speicherbedarf lösbar sind. Besonders hilfreich ist es sogar, einfach nur über polynomielle Laufzeit zu sprechen, denn dann brauchen wir uns gar nicht mehr darum zu kümmern, wie genau ein Programm realisiert und implementiert ist, wie viele Bänder die Turing-Maschine hat, ob es auf der universellen Turing-Maschine ist oder nicht. Und ein letztes, sehr angenehmes Aspekt, über den ich gerade gesprochen habe, der aber ziemlich offensichtlich ist, ist, Polynome haben ja die tolle Eigenschaft, dass x hoch a hoch b gleich x hoch ab ist. Es bedeutet, dass wenn wir polynomielle Algorithmen hintereinander schalten, wenn wir eine Turing-Maschine haben, die polynomielle Laufzeit hat und die als Teilprogramm eines anderen Programms laufen lassen, das auch polynomielle Laufzeit hat, dass dann das Ganze immer noch polynomiell bleibt. Und das heißt, wenn wir einmal in der Klasse der polynomiellen Sprachen sind und immer nur Kombinationen von polynomiell lösbaren Problemen lösen, dann bleiben wir immer polynomiell. Ich hoffe, dass Sie all diese vergleichsweise kompakten wieder Anfangsdefinitionen gut mitgenommen haben. Damit sind wir dann gut vorbereitet für nächsten Dienstag. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dahin.